Boah, alles kaputt hier. Ach du Heilige. Hoschgeld ist bei Kfz, ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ivo, mein neuer Azubi. Ivo, wie geht's dir? Gut und selbst. Auch gut. Ihr da draußen fragt euch jetzt, warum ich so angezogen bin. Nee, kennt ihr noch den Golf 3 VR6 Turbo Cabrio? Den haben wir komplett vergessen. Den Golf 3 wollen wir jetzt verkaufen. Wir wissen gar nicht, ob er noch anspringt oder nicht. Und beim Cabrio hatten wir ein Problem gehabt. Also der hat einen Riss gehabt auf dem Dach. Und was passiert, wenn du einen Cabrio-Riss hast? Kommt Wasser rein. Kommt Wasser rein. Und wenn Wasser reinkommt, was passiert dann? Alles am Arsch. Elektronik. Ich hoffe nicht. Das kann auch passieren. Ganz kurz Geschichte zu dem Golf. Ich hatte den eigentlich schon verkauft gehabt. Bis er den abholt, kann ich den da draußen lassen. Und dann auf einmal ist er abgesprungen. Und jetzt steht er da draußen und verrottet so vor sich hin. Jetzt will einer den haben, aber nur dann, wenn er anspringt. Weil er will nur den Motorpaket haben. Also innen drin ist eigentlich egal. Aber wir müssen den ja einmal auf die Bühne fahren und gucken, ob der in Ordnung ist, weil er will den Wagen überführen, wenn er anspringt. Wird interessant. Jetzt muss ich den Schlüssel finden. Das ist unser Lupo. Und hier ist der. Bevor ihr den Zustand von innen seht, es tut weh. Ja, mir tut es auch weh. Ich wurde aber nie warm mit dem V6 Turbo. Ich weiß nicht warum. Da hat man ein Problem gehabt. Ich habe den zwar hier komplett zugedeckt und dann hatte ich eine Plane drüber gehabt. Die Plane ist dann irgendwo. Ach, der war sogar auch. Lenkrad sieht schlimm aus. Wie sieht denn ein Dach aus? Das Dach ist schön schwarz. Boah, guck die Sitze an. Ey. Auf dem Lenkrad ist Leben drauf. Hier ist verbaut Golf 3 VR6 Turbo. Boah, guck dir das mal. Guck mal die ganzen Spinnennetze. Guck mal hier. Hat sich jemand lackiert gehabt. Boah, achte mal hier. Oh mein Gott, ey, guck mal hier. Steuergerät habe ich ja hier voll vergessen. Alter. Ob der noch anspringt, du? Oh, Unterdruckschlauch ist irgendwie ab hier. Ja, ich glaube, hier war ein Marder drin, ne? Da ist wieder ein, ja. Ja. So wie das aussieht hier, Ivo. So, der geht eigentlich zum Wastegate. Boah, alles kaputt hier. Lass den mal hier zumachen. Aber der stand jetzt fast 3 Jahre. Also der wird hier komplett neu aufgebaut. Wir haben einen GT30 Garrett Lader drin. Turbo Gockel wird mich hassen. Hier, schöne Grüße. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich bin 1,8T-Typ. Aber ich weiß nicht, warum. Irgendwie wurde ich nicht warm mit dem. So, ich guck mal, ob er anspringt, aber ich glaube nicht, ne? Weiß nicht. Gar nichts. Ivo, ja. Aber ich hab was, komm. Mit Hopton arbeite ich schon seit langem zusammen. Hier haben wir den Phoenix Plus, den habe ich euch auch mal gezeigt. Dann haben die mir den GS 2000 damals gegeben. Und ich benutze das seit 3 Jahren. Und jetzt ist der neue rausgekommen, der 3000er. So, hier haben wir noch einen Batterietester von Topdom. Das werden wir gleich mal probieren, ob die Batterie richtig tot ist oder zeig euch das Ganze mal. Was für Qualität das schon ist, ne? Schön zum Festhalten. Hier haben wir Anschlüsse, hier haben wir Anschlüsse. Hier an den Seiten haben wir noch Anschlüsse. Boah, ich habe gar nicht geguckt, ob der geladen ist, ehrlich gesagt. Okay, 75% haben wir, müsste aber reichen. 3000 Ampere, also Dieselmotoren, Benziner, überhaupt kein Problem für den. Das finde ich auch geil. Wenn, dann ist er tiefenentladen bis zum geht nicht mehr. Schön. Ja, der macht gar nichts. Weißt du, was wir machen, Ibo? Hm? Wir geben einfach Saft drauf, gucken, ob er überhaupt anspringt. Ja. Da bin ich mal gespannt. So, das haben wir mal gedrückt. Jetzt hat der Saft. Ich mach mal erstmal so. Ne? So, nochmal. Hey.
Hey, hast du gesehen? Ja. Der ist angeschraubt. Nochmal. Nochmal, drücken. Zack. Jetzt müssen wir nochmal nach gucken. Jetzt aber, komm. Ivo, kannst du dich einmal da gedrückt halten, bitte? Das ist Power 6 Turbo. Das ist eine Höhe. Ist schon krass, wie ruhig der läuft, ne? Ja, also er hat ein bisschen gebraucht, natürlich, aber super angesprungen. Ich hatte echt die Befürchtung gehabt, dass wir irgendwie Probleme mit dem Steuergerät haben. Wahnsinn. Ja, wir lassen den mal 5 Minuten, lass mal zu sich kommen und dann fahren wir den mal rein. Mal gucken, ob er sich bewegen lässt, weil die Bremsen können ja richtig fest sein, ne? Oh, wir haben 1000 Mal gerade gestartet. Wahnsinn. Kann ich euch nur empfehlen, ist unten alles verlinkt. Jetzt versuche ich den mal reinzufahren. Boah, ich bin schon überall am Jucken, ne? Das war vorher, war das ein 1,8er. Oh mein Gott, Ivo. Oh, wir haben Geld gefunden. Achte mal, guck dir das mal an, wie viel Wasser da ist. Ach du Heilige. Das ist von dem Tacho damals gewesen. Ja, alles hier rein und hier ist er nicht mehr abgegangen, ne? Wie sagt man so schön, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, tut mir natürlich auch weh, klar, aber die Karosserie von dem Power 6 Turbo war wieso nicht gut. Ja, wir hatten viele Beulen, wir hatten viel Rost gehabt. Also ich hätte den so nicht über den TÜV bringen können. Mir war immer klar, hier V6 Motor hätte ich so oder so rausgeholt, ne?
Die Achsen, V6 Motor, komplett raus. Was wir jetzt damit machen, werden wir von unten anschauen, werden den komplett sauber machen, so dass er den überführen kann. Er muss nur ein paar Kilometer fahren. Ich habe den kompletten Motorpaket mit Auspuffanlage komplett verkauft. Der hat jetzt 200 Zellen gerade drunter. Und Rest wird er mir den wieder zurückbringen. Das heißt, ich brauche die Achse, ich brauche die Elektrik und ich brauche Kühlerpaket und so weiter und so fort. Verstehst du? Ja. Willst du das in ein anderes Auto verbauen? Weiß ich nicht. Kennst du den Golf 2 hier noch? Ja. Was für ein Motor das ist? Aha. Komplett VR6 Motor habe ich da. Oder irgendwas, wenn er irgendwas da sieht und braucht, kann er mich gerne anschreiben. Weil das werden wir sowieso komplett ausschlachten. Vielleicht Fenster, vielleicht was weiß ich. Vielleicht das Lenkrad, Armaturenbrett. Armaturenbrett sind die auch sehr, sehr beliebt bei denen. Kann er mich gerne anschreiben. Ne? Ivo? Ja. Und VR6 Turbo, geilen Sound. Ja. Magst du 6-Zylinder? Turbo? Ja. V6 Turbo magst du auch? Ja, warum nicht? Aber ich finde 1.8T besser. So, danke schön fürs Zuschauen. Ivo, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja? Haut rein.